So, jetzt hat er's. Nachdem ich vorher schon 6 Minuten vollkommen umsonst geredet habe, weil er mir absolut nicht klar kam, die Mods zu laden und zu prüfen, sage ich es jetzt. Willkommen zu einem kleinen Let's Show Medieval Engineers. Ja, inzwischen schon ziemlich cool und ziemlich weit. Und ja, ich will einfach mal ein bisschen bauen, ein bisschen gucken. Auch von Mods her habe ich was mit reingenommen. Da will ich einfach mal... Oh, Random Woman, wa? Random Woman. Will ich einfach mal gucken, was sich so getan hat. Dieser Felsen lacht mich an. Sorry, aber dieser Felsen lacht mich an. Hui! Ja, das sieht noch etwas komisch aus. Aber mit Flugmodus ist es definitiv besser. Es gibt auch den... Jo, jetzt habe ich WhatsApp angelassen. Es gibt auch den Spectator-Mode. Und was ich euch gerne... Falsch rum. Was ich euch gerne mitteilen will... Seht euch mal an, was sich hier getan hat. Es ist jetzt ein holy fucking planet. Ja? Medieval Engineers Ghost Planets ist jetzt schon länger so. Ich war aber lange nicht mehr drin. Hab aber schon mal auf Planeten gespielt. So ist nicht. Und, ja. Was soll ich sagen? Es ist ein definitiv geiles Spiel. Ist von denselben Entwicklern wie Space Engineers, ist deren Nebenprojekt, mit dem sie da auch ein bisschen rumtesten. Das heißt, die Planeten waren erst bei Space Engineers getestet, wurden dann hier ebenfalls eingefügt, weil es geklappt hat vom Code und so weiter. Und ja, das Ganze bietet unglaublich coole Möglichkeiten im Bereich, ja, es funktioniert. Bietet unglaublich geile Möglichkeiten im Bereich des RPGs. So ist gerade. Der Block setzt sich gerade. Das ist gut. Das war meine einzige Sorge, dass das irgendwie gerade nicht klappt. Wenn ich meinen Kopf drehe, wird der Block unten. Das ist logisch. Es ergibt sehr viel Sinn. Dann machen wir es nämlich. Pam! Und da drunter. Und bei Medieval Engineers ist es auch wichtig, ihr müsst auf die Statik achten. Das heißt, wenn hier kein Block mehr drunter ist und hier kommt ganz viel Gewicht drauf, dann bricht das irgendwann zusammen und bricht euch da herunter. Das wäre nicht so cool. Ich gehe mal wieder zurück auf meinen Spectator-Charakter, weil das immer doch ein bisschen besser ist mit dem Fliegen, weil der sich eh nicht seitlich hoch, runter, wie auch immer drehen kann. Ja, wir gehen einmal kurz ins Menü. Ich muss mal gucken, was ich alles reingenommen habe. Ich habe eine massige Sache Mods mit reingenommen. Large Round Maculation, Small Round Mac. Maculation, okay, alles klar. Vor allem die hier. Von Sektern ist die, glaube ich. Nice. Ist, glaube ich, aus Warhammer, wenn ich mich nicht täusche. I don't know, aber ich finde es cool. Sieht auf jeden Fall geil aus. Behalten wir im Hinterkopf. War jetzt aber nicht das, was ich setzen wollte. Wir haben auch Holzpalisaden. Man kann es auch mit einem kleinen Holz voranfangen, weil Holz natürlich das ist, was man als Erste zur Verfügung hat. Man kann inzwischen Lebensmittel anbauen und Tiere jagen und siehst du nicht hier und siehst du nicht da. Also es ist schon, hat sich schon massiv viel getan. Wir gucken einfach mal hier ein bisschen durch. Letters A bis F. Okay, Breed Pile, Candle, Thin Wall Blank. Gibt inzwischen auch so Römer-Sachen und alles. Consumables, da haben wir es nämlich. Roots with Shrooms. Roots with Shrooms. Und das Einzige, was man jagen kann, ist das bisher Deer, also so ein Hirsch und Reh, aber es ist ja egal. Immerhin. Wir haben schon Bodenbearbeitungswerkzeuge, Sword, Crossbow und zerreißbares Seil, normales Seil. Es gibt schon viel, es gibt schon viel. So, aber ich will erstmal ein bisschen testen. So. Pam! Pam! Ich versuche mich dauernd zu drehen, ist voll ungewohnt. Ich drücke die ganze Zeit hier Q und E, weil ich das von Space Engineer so gewohnt bin. So, wir machen hier natürlich den kompletten Untergrund einmal, denn ich will hier einen Turm errichten. Bleibst du oben? Weil das Flugverhalten ist aber auch von Space Engineers übernommen. Also das ist sehr, sehr ähnlich. Und ich klatsche hier alles mit Foundations zu, weil das halt am stabilsten ist. Wenn ich da einen Hohlraum drin habe, ist es ziemlich schlecht.
Wollte ich nicht. Ui. So. Ich kann natürlich auch theoretisch eine Reihe bauen, aber das habe ich gerade irgendwie nicht geschissen gekriegt. So, dass wir Steuerung drücken. Und hier halt bis nach hier durchziehen. So, das ist Space Engineers Bauverhalten. Und dann auch mit Steuerung. Steuerung Shift. Jetzt habe ich es geschafft. Mit Steuerung Shift können wir das hier machen. Bei meiner Tastatur ist das manchmal irgendwie ein bisschen kacke. Frag mich nicht warum. Ja, sowas zum Beispiel. Ne? Jetzt habe ich Steuerung Shift gedrückt, aber hat ihn nicht interessiert. Und. Nein! So. Wir müssen natürlich. Die Grundarbeit ist immer das Schwerste. Wir müssen sehen, dass wir hier möglichst alles sicher gesaved kriegen mit Steinblöcken. Ich sage immer Foundations. Das ist so eine Angewohnheit. Mit Steinblöcken. Pam! Junge! Denn ich habe mir gerade. Ich habe gerade beschlossen, wie das. Oh, siehst du? So, hat er nämlich gerade schon wieder nicht gemacht. Das, was ich machen wollte. So, dann machen wir das von Hand. Das geht teilweise echt ein bisschen schneller. So, das erinnert voll an Minecraft, dieses zack, 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 hintereinander wegbauen. Nur eben ist, dass es cooler ist. So, wir können natürlich auch Voxel bearbeiten. Haben wir hier gleich unsere Foxy-Kugel. Können wir hier mal ein bisschen durchvoxeln. Und hier das Gras mal ein bisschen flächig seiner Existenz berauben. Ne, Unkrautvernichtung at its best. So. So. Zack. Jetzt müssen wir mal gucken, was habe ich für eine Anzahl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, dann machen wir das sogar tatsächlich mal anders. Hey. Oh, alles klar. Pam, Junge. Pam. Und dann möchte ich tatsächlich mal gucken, ob das möglich ist, was ich mir denke, was... Es geht leider nicht. Man kann sie nicht seitlich anbringen. So, ein paar Optionen fehlen mir da auch noch. So, die Steinkugeln können weg. Zerstören wollen wir gerade eh nichts. Round Large. Sehr schön. Sowas suche ich. Können wir das aber mal anders machen. Pam, Junge. So. Nee, das will nicht mehr. Aus Gründen. Aber wir haben hier unten leider noch so ein Dings offen. Das heißt, wir müssen, das war, habe ich jetzt schlau gebaut. Wir müssen mal hier unten gucken. Warum es denn nicht will? Welche Ecke waren das jetzt? Die Ecke hier, genau, deswegen. So, und fest ist die Lotte. Gedankenfehler? Nee, doch nicht. Passt alles. So, sehr schön. Sehr schön. Mir gefallen es bisher. Ey. Gesagt, Steuerung, Shift und so. Guck mal, da habe ich einen vergessen. So. Dann. Ach, ich kann mich doch ein bisschen drehen. Oh, das ist voll irritierend. Die Tastenbelegung müsste ich irgendwann nochmal durchgucken. Na.
Dieser Gerät, er hört nicht zu. So. Diese gut, diese besser. Können wir noch einmal... Mal ins Felslein reingucken. Ne, hier ist alles Taco. Den noch hier unter und dann sollte das alles passen. Dann können wir noch einmal hier eine Foundation lang... Foundation, Entschuldigung. Einmal hier Steinblöcke lang ziehen. Und dann haben wir ja schon mal ein erstes Grundsatzfundament. Für all unsere Grundsätze. So. So. Als nächstes möchte ich nämlich ganz gerne schon den Eingang hier hinknallen. Und der wird wie folgt aussehen. Ne, Moment, machen wir... Huch. Machen wir ein bisschen trickiger. Wir haben doch hier auch bestimmt Longstairs, ne? Und den brauche ich auch. So. Dann nehme ich den hier. Und den hier. Wobei ich das nochmal um die Kurve machen werde. Und ihr seht, es hängt hier ein bisschen über. Das können wir beheben, indem wir zum Beispiel die Wände noch davor setzen. Sieht das Ganze ein bisschen cooler aus. So, und dann können wir das gleiche hier schon machen, theoretisch. Weil ja hier dann auch... Jo. Immer noch nicht ausgestellt, weil dann hier wieder Pillars hinkommen. Das sind eigentlich keine Pillars, das sind Steine an der Ecke, das sind Bögen. So. Kommt da hin. Dann kommt hier wieder ein Foundation hin. Und das, was Medieval Engineers Space vor allem, Space Engineers so ein bisschen voraus hat, das ist die Möglichkeit, ineinander zu bauen. Das können wir, das demonstrieren wir gleich nochmal. Jetzt aber haben wir hier erstmal noch immer ein Bauprogramm zu absolvieren. So. So, hier ist mein Charakter. Zack. So, dann können wir hier hochgehen. Wir befinden uns übrigens gerade auf der Terra Incognita. Es gibt verschiedene Richtungen. Umbriel, Barad-dûr, Darius und Phareon. Sind die Regionen praktisch. Und so, hier kommen wir dann rein. Das heißt, wir brauchen... Vielleicht erstmal das hier. Dann brauchen wir noch eine Tür, einen Torbogen. Haben wir irgendwas, was sich schließen lässt? Door. Walls with doors. Bam. Steinwand mit Tür, Wall with Door, wo ist der Unterschied? Dass bei der Wall with Door keine Tür mit bei ist. Sehr schön. Sehr schön. Wall with Door ist nämlich eine Mod. Oh. Was war das gerade? Was war das gerade? So, was brauchen wir? Nice. So, ich bin ja gerne der dekorative Typ, ne? Können wir auch schon mal gucken, dass wir Harvester. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, finde ich, aber naja. Da sind sie. Wandfackeln anbringen. Da haben wir nämlich einmal hier. Und einmal hier. So, erster Schritt getan. Wir können es aber erstmal ausmachen, weil, ne, hier ist ja noch nichts. So, möchte mal gucken. Können wir hier ein Geländer setzen? Ein Geländer. Bestimmt können wir das. Hier sind Battlements. Das ist so hoch. Das finde ich unschön. Das passt irgendwie nicht von der Optik. Was gibt es aus Holz? Es gibt doch hier bestimmt Stickfans, ne? Ne, machen wir Holzgeländer. Viel besser, Holzgeländer.
Holzgeländer, Junge. What the... Obwohl das auch so riesig ist wieder. Dann machen wir es ganz anders. Das kann man nämlich auch machen. Wir nehmen Round Timber Timbers. Wir nehmen Holz. Wir und unser Holz. So, über das Mausrad können wir nämlich einstellen, wie groß hier was wird und werden soll. So. Nice. Das war's schon. Das war der Zauber. Können wir hier nochmal machen, fällt mir gerade ein. Kann man auch verschiedene Längen auswählen und Längen bestimmen. Das ist relativ nützlich. Wir wollen das hier, ja. So. Ah, da muss ich jetzt leider tricksen. So. Sitz, passt, wackelt, hat Luft. I like. So. Mal wieder zu. Dann können wir... Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir könnten auch Wooden Drawbridge machen, aber das machen wir von anders. Das kommt von anders dran. Es gibt auch hier Fallgitter, aber das ist halt ziemlich groß und zweimal, also ne, zwei breit, zwei Blöcke, deswegen... Finde ich das manchmal unhandlich zu hantieren. Das ist auch zwei Blöcke. Wooden Gate ist auch zwei Blöcke. Ist irgendwie... Ich brauche immer eine ungerade Zahl. Damit kann ich dann halt so schön im Mittelfeld hantieren. Aber egal. Wir gucken jetzt erstmal weiter. Weil wir ein Large Round Window brauchen. With Shutters. Und das muss nicht unbedingt symmetrisch sein. Das sag vor allem ich, ne? Es können auch mal weniger, zum Beispiel weniger Fenster drin sein auf einer Seite mehr. Ne? Wie es beliebt. Guck mal, hier haben wir nämlich zum Beispiel die Shutters. Die können wir dicht machen. Oh, mit Riegel. Setzt der ganzen Sache nochmal einen Riegel vor. So, hier haben wir die. Hier haben wir die und hier haben wir die. So, jetzt haben wir hier alles zugemacht. Wir könnten die Wände theoretisch noch austauschen. Es gibt da bestimmt welche mit, bei Walls with Windows. Gibt es bestimmt Walls with Shutters. Richtig. Da fällt jetzt natürlich die Fackel ab. Aber da habe ich jetzt nicht lange gefackelt. Das ist mir relativ. Huch. Nee, F. So, weil ich hier alles recht gut zuhaben möchte, lasse ich das mal durchgehen. So. Dann machen wir schon mal eine Treppe für das nächste Geschoss. Weil ich da noch keine genaue Vorstellung habe, wie genau ich das da bewerkstelligen werde. So, lass mal wieder ein bisschen fliegen. So, dann machen wir nämlich... Ah. So, komm her. Und hier drunter machen wir natürlich wieder... Das ist nicht nur optisch, das ist auch ein bisschen zur Stütze, weil dann dieses Gewicht halt nicht irgendwo dran hängt, sondern auch gestützt wird, wirklich. Das hat also alles schon so ein bisschen Sinn und Zweck. So. Und hier können wir ja eh nichts hinmachen, außer eine geschlossene Wand. So, ihr seht, das meine ich mit, die Blöcke arbeiten ineinander. Das heißt, wir können jetzt hier Wände setzen, ohne dass es groß stört. Und können hier weiter eine Treppe bauen und dann halt wieder eine Wand draufsetzen, ohne dass da irgendwas ineinander geht. Lediglich, wenn man sie weglöscht, löscht man beide Sachen gleichzeitig. Das ist teilweise ein bisschen nervig, aber ich komme mit klar. Ne? Ist pas de problème. Pas de problème. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, ein kleines gedankliches Problem. Weil wir machen sowieso erstmal was anderes. Wir machen erstmal einen Claim-Block.
So, Conquested bei Bruder Sion. You're not permitted to interact. Ja, alles klar. Irgendwie funktionierte das mit dem Claim. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie und was. Es ist alles manchmal ein bisschen rätselhaft. So, hier können wir zum Beispiel das Banner für unseren unseren Clan, unsere Gilde praktisch festsetzen, damit es nicht so hässlich wirkt wie jetzt. Aber alles zu gegebener Zeit. Jetzt machen wir erstmal hier die Wand dicht. Und auf der Seite machen wir... auch nochmal Wall with Shutters. So, und wir sehen auch, wir haben so richtig positioniert. Weil hier zum Beispiel hat man dann noch diese Abflachung, damit man nach unten feuern kann mit Schießscharte zum Beispiel. So, ich dachte gerade, die Füße bewegen sich. Das hätte ich cool gefunden. Konnten wir hier... Nee, konnten wir auch nicht. Schade. Ja. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich will hier gedanklich, glaube ich, schon mal eine Raumtrennung reinmachen. Und gleichzeitig Stabilität zu gewährleisten. So, die jetzt sind jetzt nämlich auch freitragende Elemente. Mal einfach nur noch eine Tür rein. Brauchen wir jetzt keine Tür für die Tür. Sind jetzt freitragende Elemente gewesen. Und die hätten unter Umständen Probleme machen können. Aber dadurch, dass wir es jetzt geschlossen haben, passiert das ja nicht. Wir können jetzt auch noch eine eckige Steinsäule setzen. Und die geht sogar hier so schräg. So, und das habe ich gebraucht. Das hat mir gerade gefehlt. Gut. Wir werden hier noch was umändern müssen. Zwangsläufig. Ich glaube, der olle Claim-Block muss da mal weg. So. Dann geht das so. Und das hier lässt sich bestimmt irgendwie so managen. Können wir den wegmachen. Dann können wir hier nämlich ein bisschen was umändern, so wie ich mir das denke. Warte, das geht, das lassen wir. Ich will das nämlich innen drin schon ein bisschen symmetrisch haben. So, und dann machen wir wieder zurück auf einswitchen und... Pam. Pam, Junge! So. Zack, die Bohne. Und wir haben damit schon 23 Minuten. Deswegen verabschiede ich mich jetzt mal. Baue noch ein bisschen weiter. In der nächsten Folge. Also, bis dahin, haut rein, habt Spaß und wir sehen uns. Ciao.